Tja, Freunde, wir sind wieder da. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Und wir gehen voll und sofort an den Start heute Nacht mit Mirko. Mirko ist 24 Jahre alt. Hallo. Hallo, was ist dein Thema, Mirko? Ja, ich habe am Freitag erfahren, dass ich ein Non-Hodgkins-Lymphom habe. Und zwar ist es eine bösartige Lympherkrankung. Mhm. Und ich bin jetzt schon seit einem Jahr krank, also und es wurde immer unter einer granulomatösen Vaskulitis gehandelt. Also hat man in der Lunge und im Gehirn so entzündliche Tumore. Also mhm. Und da habe ich auch schon eine Gehirnoperation und eine Lungenoperation hinter mhm. mir und zwei Chemotherapien und so. Und das im Gehirn ist auch schon relativ gut weg. Also ist noch so ein ganz kleiner Rest da, mhm. der jetzt wahrscheinlich durch die letzte Chemo eigentlich weg sein müsste. Mhm. Nur, das in der Lunge, das ist eigentlich nicht besser geworden, aber auch nicht schlechter geworden. Jetzt hast du diese neue Diagnose gehört. Das ist eine Form der Krebserkrankung, ne? Nö, das ist, also es ist schon eine bösartige Erkrankung, aber es hat mit Krebs eigentlich nichts mhm. zu tun. Also, mhm. das ist von den Lymphen, die Lymphzellen bilden da halt so Tumore. Also, ich mhm. weiß auch nicht ganz genau, wie das abläuft, weil ich es halt auch erst am Freitag erfahren habe mhm. und, Wie haben die Ärzte dir das denn jetzt genau erklärt? Ja, es ist, also wie sie mir das beigebracht haben oder was, dass ich diese Erkrankung jetzt habe oder was. Ja, und wie, vor allen Dingen, welche Schwere diese Krankheit hat. Also die muss jetzt mit einer radikalen Chemotherapie mhm. behandelt werden. Also mhm. ich komme nächste Woche wieder ins Krankenhaus. 34 Wochen habe ich jetzt erst hinter mir, also letztes und dieses Jahr. Heißt das denn, so wie du es gerade geschildert hast, dass du bisher falsch behandelt worden bist, dass die falsche Diagnose gestellt wurde? Ganz schwer zu diagnostizieren. Da gibt es so Vorstadien und die sehen halt aus wie diese granulomatöse Vaskulitis. Also ich bin wahrscheinlich sozusagen rechtzeitig zum Arzt gegangen, also kann man sagen. Mhm. Also ich bin letztes Jahr mit so einer Art, also ich hatte so Grippesymptome und mhm. da bin ich zum Arzt gegangen, da haben sie mir die Lunge geröntgt und dann festgestellt, dass die ganze Lunge also schon so halbwegs zugewuchert war mhm. im Röntgenbild und, mhm. ja, und dann wurde ich erst mit Cortison vollgepumpt und so. Und du hast auch schon Chemotherapie hinter dir? Ich habe schon Chemotherapie mhm. hinter mir. Also welche Wirkung und Auswirkung hatte das auf dich? Also die erste fand ich ganz schlimm. Also die war auch ziemlich stümperhaft, wurde die gemacht. Die wurde auch auf, also ich bin jetzt in meiner Neurologie behandelt worden und vorher wurde ich also in der inneren Abteilung behandelt worden. Und also die wurde ziemlich stümperhaft gemacht. Da hatte ich auch ziemliche Probleme mit dem Erbrechen und mhm. sowas alles. Also und aber kein Haarausfall und mhm. so, und die ging mir auch ziemlich an eine Psyche, also da war ich immer total fertig nach jedem Mal Chemotherapie. Mhm. Und da wurden dann halt 3 Zyklen gemacht und da habe ich einen super schweren Rückfall gekriegt, also da wurde das im Gehirn, wurde total schlechter und ich habe ein riesiges Ödem im Kopf gekriegt, also das ist mhm. so eine Wasseransammlung. Mhm, ja. Da hatte ich auch schon eine total heftige Mittenverschiebung, das Gehirn hat ja so 2 Hälften. Und da wurde die gesunde Hälfte, wurde von der kranken Hälfte sozusagen schon richtig rübergedrückt sozusagen. Also, du bist verdammt schwer krank, das kann ja, man so sagen. Ich fühle mich eigentlich gar nicht so krank. Also ich. Wie sieht denn jetzt die Prognose von den Ärzten aus? Ist hast du eine gute Chance? Eigentlich schon. Hast also, du? Mhm. Ja. Also weil das Gehirn auch so gut angeschlagen hat auf diese mhm. zweite Chemotherapie, die mhm. jetzt aber nicht aggressiv genug für die Lunge war. Also Mirko, ganz insgesamt, wie lange schlägst du dich ja schon mit diesen Erkrankungen herum? Ein Jahr. Also was hast du vorher gemacht? Bist du noch Student oder was machst du? Also ich habe vorher eine Ausbildung gemacht als Offset-Drucker und mhm. die kann ich jetzt auch nicht weitermachen, weil ich, also ich bin im dritten Ausbildungsjahr jetzt eigentlich und... Ach, du hast die Ausbildung gar nicht beendet? Ich kann die nicht weitermachen, mhm. weil ich nicht mehr an laufenden Maschinen arbeiten darf. Wie ist denn jetzt deine Perspektive? Hoffen wir mal alle für dich, dass du diese Krankheit in den Griff bekommst und besiegen wirst. Wie wirst du dir dann deine, beispielsweise auch deine berufliche Zukunft vorstellen? Ja, also ich werde jetzt wahrscheinlich erstmal für ein Jahr berentet sozusagen. Also mhm. ich kriege jetzt für ein Jahr Rente wahrscheinlich erstmal. Das weiß ich auch noch nicht so genau, aber mhm. wahrscheinlich schon, weil mein Krankengeld auch im September ausläuft mhm. irgendwann. Mit 24 Jahren Rente. Ja. Mhm. Ja, wie lange wird denn diese gesamte Therapie dauern, die also dir bevorsteht? Also das sind erstmal 2 Zyklen und ein Zyklus dauert eine Woche und mhm. dazwischen sind 28 Tage. Mhm. Dann wird nochmal geguckt, ob sich das gebessert hat oder ob es vielleicht sogar schon ganz weg ist, das könnte sogar auch sein, und dann werden eventuell nochmal 2 Zyklen hinterherkommen. Also sag mal, du bist ja noch, ich habe es ja gerade auch gesagt, einige Male schon, sehr jung. Mhm. Und wenn einen dann so eine heftige Krankheit ja trifft, im wahrsten Sinne des Wortes, mhm. was macht das so mit dir und deinem Leben?
gab es schon Phasen, wo dich das sehr runtergezogen hat und du irgendwie völlig verzweifelt warst? Ja, so vor einem halben Jahr vielleicht mal kurz vor der Gehirnoperation, also weil ich da auch ziemlich Angst vor hatte. Also, denkst du an den Tod? Ist das für dich ein Thema? Selten. Also eigentlich möchte ich eigentlich überhaupt nicht dran denken. Ich möchte auch gar nicht wissen, wie meine Prognose ist, weil ich möchte das eigentlich sozusagen von mir aus schaffen, dass ich das... dass ich die Krankheit besiege sozusagen. Also deshalb habe ich auch angerufen, um vielleicht ein paar Leuten mal ein bisschen Mut zu machen. Also weil ich meine, ich bin wohl krank, aber ich versuche mich nicht krank zu fühlen sozusagen. Also ich versuche noch so relativ viel zu machen auch. Also, hast du ein gutes Umfeld? Hast du Leute, die dich unterstützen? Ja, ich habe eine Freundin, die mich schon seit einem Jahr jetzt total super unterstützt. Meine Eltern und so und meine Freunde auch. Und ist aber auch super wichtig, ne? Es gibt ja immer wieder, höre ich von Fällen, wo die Leute dann, wenn sie schwer krank werden, alleine gelassen werden von ihrem Umfeld. Ja, nur das Problem ist, manchmal lässt man dann auch die Leute nicht mehr an sich ran irgendwie, weil man sozusagen... Wie möchtest du denn von deinen Leuten behandelt werden? Sollen die zum Beispiel oft mit dir über deine Krankheit sprechen? Nicht so oft, also ja, also schon mal, also wenn es mir mal nicht so toll geht, dann vielleicht mal sozusagen auch merken, dass man mal einen Gang zurückschalten muss, also weil ich halt eigentlich immer so ganz normal leben möchte, aber manchmal merke ich dann selber irgendwann, also jetzt bin ich zu überanstrengend, aber möchte ja nicht sagen, dass das sozusagen von der Krankheit kommt und lass mir das dann nicht anmerken und werde dann sozusagen ein bisschen unzufrieden. Wohnst du bei deinen Eltern noch? Ich wohne noch bei meinen Eltern, nur ziehe jetzt demnächst mit meiner Freundin zusammen. Ah, ja. Also das wollte ich eigentlich schon letztes Jahr machen, nur es ging gar nicht wegen den ganzen Operationen. Als du jetzt diese erneute Diagnose gehört hast und als der Arzt oder die Ärzte dir das gesagt haben, was war dann da dein spontanes Gefühl? Das schaffe ich jetzt auch noch. Das schaffst du auch noch. Ja, es war echt ganz komisch. Also meine Freundin, die war dabei und die war vollkommen niedergeschlagen, glaube ich. Also sie war erstmal vollkommen aus den Socken gehauen, glaube ich, weil die Lymphom hat und Lymphom ist immer so was, also was, das heißt halt äußerst malignes Non-Hodgkins Lymphom. Und äußerst malig heißt also äußerst bösartig sozusagen. Also, aber das hat eigentlich damit nichts zu tun, dass es jetzt besonders super schlimm ist, sondern es hat halt nur was damit zu tun, dass es nicht von alleine weggeht. Lieber Mirko, ich finde deine Haltung super klasse und Respekt. Wenn ich solche Leute höre, die so drauf sind wie du, denke ich immer, ob ich die Kraft hätte, wenn ich so schwer krank wäre, so mich zu verhalten. Ich bin auch nicht immer so gut drauf, also das muss ich noch dazu sagen. Aber also Hut ab. Meistens versuche ich es also irgendwie so über die Runde zu kriegen. Also. Hut ab, gut, dass du angerufen hast. Denn ich glaube, wenn jemand anderen Betroffenen Mut zusprechen kann, dann können das nur Leute, die am eigenen Leib das erfahren, was es heißt, so krank zu sein. Ich wünsche dir von ganzem, ganzem Herzen alles Gute, Mirko. Ja, danke schön. Halt durch und bleib so, wie du bist. Ja, du auch. Alles Gute, tschüss. Okay, alles klar, ciao. Herzlich willkommen, Gabi, 41 Jahre. Ja, hallo, Gabi. Julian. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich wollte sagen, mein Thema ist, ich bin morphinabhängig. Ja. Und zwar heißt seit einigen Jahren, seit 2 Jahren, das Mittel heißt Tramagit, das ist so eine Art Opiat. Wie kam es zu der Abhängigkeit? Ich habe vor es Jahr schon einen kalten Entzug gemacht von 6 Tagen. Gabi, wie kam es zu der Abhängigkeit? Ja, das fing ganz harmlos an. Ich hatte Kopfschmerzen und da hat mir ein Arzt dieses Mittel verschrieben. Das ist schon jetzt so 3 Jahre her. Und dann habe ich auch nur 13 Tropfen genommen. Aber danach, nach einer Zeit habe ich dann gemerkt, dass das total nicht glücklich macht, kann ich nicht sagen. Aber das... Wie soll ich das jetzt ausdrücken, dass man sich leichter fühlt dadurch? Es hat schon eine Wirkung wie eine Droge. Es ist wie eine Droge. Mein Mann sagt zu mir, ich bin verheiratet seit 13 Jahren und habe eine kleine Tochter. Und mein Mann sagt, das ist genau wie Heroin, nur eben in flüssiger Form. Ne? Wie viel verbrauchst du denn jetzt von diesen Tropfen? Ja, das ist ganz schlimm. Und zwar 50 Milliliter an 5 Tagen. Das ist viel. Das ist sehr viel, ja. Und ich habe, mein Hausarzt verschreibt es mir, weil ich ohne dieses Mittel gar nicht mehr auskomme, verschreibt er mir das für 7 Tage immer. Und er registriert nicht, dass er weiß das, dass ich davon abhängig bin. Aber ich habe hier jetzt eine Dosissteigerung, immer mehr. Ich brauche immer mehr und dann komme ich immer 5 Tage damit aus. Und dann bleiben 2 Tage übrig und dann habe ich dann praktisch auch den Entzug. Ne? Und ich will das ja auch gar nicht mehr nehmen, dieses Zeug. Aber so kann es ja nicht weitergehen. Was sagt dein Hausarzt dir denn, wie du dich weiter verhalten sollst?
Ja, ich soll noch weitere Ärzte konsultieren, noch ein, wie heißt der Arzt, Dr. Oehlmann. Ich habe meinen Mann jetzt gerade eben wach gemacht, der muss um 5 raus, damit er das auch mithört. Mhm. Und ich soll jetzt noch einen anderen Drogenarzt aufsuchen. Ich weiß jetzt nicht, wie er heißt. Ja, das ist ja völlig egal, wie er heißt. Also ich denke nur auch, dass es dringend notwendig ist, dass du etwas unternimmst und dass du dich in fachliche Beratung begibst. Ne? Wenn ich habe morgen nochmal bei meinem Hausarzt einen Termin, aber dann habe ich diesen Termin praktisch nur, damit er mir dieses Tramadol wieder aufschreibt. Ja, ne? Offensichtlich scheint das mit dem Hausarzt ja nicht zu funktionieren, wenn der dir das immer wieder aufschreibt und dir keine Wege aufzeigt oder dir dabei hilft, wie du davon wegkommst. Darum geht es doch. Ja, natürlich, klar. Wege, das ist der kalte Entzug, ne? Wie wirkt sich denn dieser Entzug bei dir aus? Ja, das ist, also ich hatte, mein Mann war mit zu dieser, das war eine geschlossene Abteilung, in Arbeiler war ich da. Mhm. Und da bin ich einmal untersucht worden und sonst die ganze Woche ist mir nichts mit mir gemacht worden. Nur mal ganz kurz gefragt, wie geht es Ihnen? Mhm. Und ansonsten musste ich selber klarkommen da. Wie da hast du denn? Ich hatte so Schweißausbrüche, aber nach 6 Tagen war es dann so ziemlich weg. Aber als ich dann wieder zu Hause war, da kam ich nicht mehr mit meinem Leben klar. Mhm. Und dann hat der Arzt dir das wieder aufgeschrieben? Nein, ich bin selber bei ziemlich vielen Ärzten gewesen dann und habe mir das verschreiben lassen. Und dann hat mein Mann mit dem Arzt gesprochen, dass es in einer Hand bleibt, dass er mir das dann nur verschreibt. Weil ich kann ja zu vielen Ärzten gehen und sagen, ich habe wahnsinnige Kopfschmerzen und dann schreiben die mir das alle auf. Ne? Also du hast auf jeden Fall jetzt einen Termin bei einem neuen Spezialisten. Ja. Der steht an, der Termin. Wann hast du den? Ich habe auch einen Psychologen, einen Psychiater, wo ich hingehe, mit dem bespreche ich das auch. Mhm. Also bist du zumindest da schon mal in ganz guten Händen. Ich würde trotzdem gerne dir anbieten, Gabi, dass du mit meiner Psychologin, mit der Elke Dunalski, jetzt gleich noch ein paar Worte sprichst. Ja, das wäre ganz nett. Das fände ich auch ziemlich gut. Und wolltest du mit meinem Mann vielleicht mal kurz noch sprechen? Ich glaube, du hast alles erzählt, was es zu erzählen gab. Wichtiger ist, dass du mit der Psychologin jetzt noch mal ein paar Worte sprichst. Okay, danke, Domian. Ich wollte nur noch etwas fragen. Ja. Hast du einen Ring mit Lapis Lazuli an? Was habe ich an? Einen Ring mit? Lapis Lazuli. Was ist das? Ein blauer Stein. Nee, nein, nein. Ach nee. Nein. Okay, das wollte ich nur mal wissen, weil ich das immer gesehen habe. Nein. Das ist der gleiche Ring, den mein Mann hat. Vielen Dank. Selber Ring. Du legst auf und du wirst gleich zurückgerufen. Ja, danke dir. Alles Gute, Gabi. Tschüss. Ciao. Jetzt begrüße ich herzlich den Arthur. Hallo Domian. 8:27 Uhr. Ja, genau. Arthur, bevor wir anfangen zu reden, sage ich den Menschen draußen im Lande unsere Telefonnummer. Den Radiohörern, wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten, heute Nacht wieder zu jedem Thema, das euch interessiert, über das ihr gerne reden wollt, 0130 2911, die Telefonnummer und die Faxnummer 0130 1151 22. Jetzt zu dir. Ja, also ich rufe Frauen an, so wenn ich in Stimmung bin, ich sag mal, wenn man so am durchs Radio erzählen darf, wenn ich kurz vorm Onanie stehe. Wenn du kurz vor der Onanie stehst, rufst du Frauen an. Ja, welche Frauen? Aus einzelnen Telefonseiten. Ach. So, und dann erzähle ich denen eben vor allem Dingen, dass ich mir beispielsweise das Glied streichle oder in meinem Unterleib, da kribbelt zu sehr und ich liege gerade nach einer halben Flasche Wein hier auf meinem Kanapee und habe schwarze Seitenshirts an. Mhm. Und da sind viele, die sofort auflegen. Mhm. Und dann probiere ich es dann meistens ein zweites Mal, weil es kommt oftmals vor, das zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt. Aber das ist genau doch das, was so sehr viele Menschen, Frauen nervt, von solchen Dödeln angerufen zu werden, wie du es bist. Es gibt einige, die legen auf, und es gibt aber Frauen, so man merkt ja nach einer gewissen Zeit, oder wenn sie, ich sag mal, länger als 30 Sekunden, dann erzähle ich, dass ich mich streichle und... Habe ich schon verstanden. Und du willst damit sagen, dass es dann irgendwelche Frauen gibt, die drauf anbeißen? Ja, und an zu atmen. Die wenigsten sagen etwas, aber mit auch vielen, die, wenn ich ihnen dann erzähle, wie sehr ich mir schön vorstellen könnte, wenn sie sich an der Brust streicheln würden und seine... Wie hoch ist denn deine Trefferquote? Das heißt, wie viele Frauen legen nicht auf und bleiben am Telefon? Es gibt natürlich auch so etwas ältere, also ich sag mal, legen einfach den Hörer beiseite und nach 2 Minuten, wenn die hören, ich rede noch, dann gehen die nochmal dran und die hören sich das zu, aber so desinteressiert. Aber ich schätze mal die Quote so 3 bis 4 von 10. Mhm. Oder eher 3. Also und gibt es Frauen, die dann... Und von den 3 bis 4, also ich mache das ungefähr vielleicht seit 2 Monaten halt relativ
oft, also ich sag mal, wenn ich gerade Lust und Laune dazu habe. Mhm. Also ich belästige keine Frau ein zweites Mal, wenn sie sofort auflegt oder was auch immer. Aber das es gibt schon mal einige doch, die fangen dann eben an, heiser zu atmen. Und gibt es denn auch Frauen, die dann direkt mit dir ins Gespräch kommen? Oder eigentlich weniger, die eigentlich atmen mehr. Und wenn ich dann zweites Mal anrufe, dann das ist so wie so nach zwei, drei Tagen später und dann sag doch die eine schon, gib mir deine Nummer. Oder ich erzähle meistens dann, dass ich 24 bin und schlank und dunkle kurze Haare und Koteletten. Und aber du bist 27 und ja, dick. Ja, ich bin auch schlank und habe auch dunkle kurze Haare, so. Aber ich gebe mich nicht eh mal 27. Also, es ist eine Form des Exhibitionismus, den du da betreibst. Ach doch. Ja, spannend würde ich gern. Also, Das ist ein Voyeur, ja. Es ist natürlich, du dringst natürlich in die Privatsphäre von Leuten ein. Und wenn ich eine Frau wäre, ich glaube, ich würde mich bedanken, wenn ich nachts am Telefon säße und da würde irgendjemand anrufen, wie du es bist. Ist auch schon mal, es kommt auch vor mit der Trillerpfeife, kennt ja jeder so Tricks. Und, aber dann lege ich auch von meiner Seite auf, weil die schimpfen dann meistens auch noch. Was törnt dich denn daran an, so ganz wildfremde Frauen anzurufen? Bitte? Was törnt dich denn daran an, so ganz wildfremde Frauen anzurufen? Ja, ich möchte die auch mal so ein klein wenig, also ich verwöhne mich ja nicht selbst nur dadurch. Also wenn sie beispielsweise heiser atmet oder anfängt zu stöhnen oder ich rufe ein zweites Mal an und schon während ich ihr näher erzählt habe, wie ich aussehe und dass ich gerade von der Arbeit komme, dann fragen auch viele oder reden viele mit mir oder wollen mich zurückrufen. Du bist eigentlich 10 Tage zu spät hier bei mir in der Sendung. Ungefähr, knapp zwei Wochen. Ja, aber ich habe es ja jetzt erzählt. Also ich meine, du hast ja interessante Themen, ich gucke auch nicht und alles. Und zwar bist du zu spät, weil wir vor knapp zwei Wochen das Thema hatten, ich bin ein Schwein. Ja, doch, habe ich gesehen. Ja? Da hättest du gut reingepasst. Ja. Weil ich dachte, wie bewertest du dich denn selbst, dein Verhalten? Im Gros der Leute sehe ich mich als Schwein, weil ich habe selbst auch 2,5 Monate wegen BTM-Vergehen und Steuerhinterziehung und Erstreichung von Leistung eine Ersatzfreiheitsstrafe angetreten wegen einer nicht bezahlten Geldstrafe von 5.300 Mark, aber ist ja egal. So, und ich sehe es auch als Schwein an, aber weißt du, andererseits, also ich zwinge denen beim ersten Anruf etwas auf und dann legen sie auf einfach. Und gibt es aber viele, den macht es, ich denke mal... Na gut, aber dann könntest du ja auch sagen, ich gehe über irgendwelche Annoncen und rufe die Frauen an, die wirklich das wollen. So telefonierst du dir ein Schwarze hinein und nimmst in Kauf, dass du eben auch Frauen anrufst, die sich sehr belästigt fühlen durch so einen Anruf oder die sogar Angst haben. Das muss man ja auch so sehen. Ja. Aber nee, habe ich kein Verständnis für. Ich habe gerade so ein bisschen überlegt, aber finde ich eigentlich ziemlich recht daneben. Ja. Ne? Nein. Was? Jein. Wie jein? Hast du keine Freundin? Hast du es nötig, dir so einen runterzuholen? Ja, mein Gott. Warum gehst du nicht direkt an die Frauen in Diskotheken, in Kneipen? Ich habe auch ich habe hier eine Nachbarin direkt gegenüber, 2,5 Meter. Und die hat einen Lover und mit der habe ich ein spitzes Verhältnis. Ist doch schon mal was. Ja, also vom Nötchen nicht, aber... Kümmer dich um die Nachbarin und lass die anderen Frauen in Ruhe. Mach ich sofort, ab dieser Minute. Also okay. Ich hoffe, da kommen nicht negative Seiten von anderen Leuten her. Weil ich sehe es auch ein, das ist eine Schweinerei, aber... Ja, ich verstehe es schon. Ab heute passiert das nicht mehr. Nein. Ehrenwort. Wochenheilig. Okay, ciao. Ja. Tschüss, Arte. Alles klar, ciao. Conny ist dran und Conny ist 40. Conny. Ja, hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Hi. Erstmal zu meinem Vorsprecher. Ja. Der hat also wirklich für mich nicht ganz alle da, wo sie hingehören. Was würdest du machen, wenn der dich anriefe? Bei mir könnte er Pech haben. Was heißt das? Bei mir wird er gleich richtig die Meinung gesagt bekommen. Mhm. Weil das ist mir schon des Öfteren passiert und ich habe dann mal eine Fangschaltung setzen lassen und derjenige ist also fies reingefallen. Mhm. Mhm. Was ist mit dem dann passiert? Ich habe den angezeigt. Mhm. Und was ist daraus geworden? Ja, der hat eine Strafe gezahlt von 2.000 Mark und ich denke mal, das tut weh. Mhm. Der wird das nicht mehr machen, weil mit diesen Trillerpfeife, das sind alles Kinkerlitzchen-Spielereien. Naja, aber gut, zu meinem Thema. Ja. Ich bin die Mutter von der Sabrina, das Mädel mit der Tätowierung auf der Schulter. Ach, das ist ja schön. Das ist auch von den Mädels da hinten. Ja, genau. Ne, das weißt du. Es ist hier mittlerweile eine Domian-Euphorie. Das wollte ich dir eigentlich nur erzählen. Am Freitag saßen hier, ich glaube, 12 Mädels waren das und 3 Jungs vom Fernsehen. Ja. Und in der Erwartung, dass du also jetzt diesen Brief oder dieses Foto zeigst. Und ich hab's getan, ne? Ja, fantastisch. Und ihr wart aus dem Häuschen alle? Ja, die waren hier total verrückt. Die haben gekreischt, sodass die 80-jährige Nachbarin, die leicht schwerhörig ist, sogar rüberkam und meinte, was ist denn bei euch los?
und setzte sich dann dazu und die fand dich so süß, die alte Dame. Wie, die kannte mich noch nicht? Nein, die kannte dich noch nicht. Das hat sich ja nun geändert, ne? Ja, hoffe ich. Inzwischen ist sie also heißglühender Fan. Das ist, dass sie jetzt vom Fernsehen sitzt. Wie heißt die alte Dame mit Vornamen? Emma. Emma, aus Essen, ne? Aus Essen, ja. Ich grüße dich ganz herzlich und freue mich, dass du zu uns gefunden hast, hier in die Domian-Gemeinde und hoffe, dass du jede Nacht jetzt hier bei uns bist. Ich denke schon. Sag mal, Conja, was hast du denn gesagt, als die Sabrina sich da die drei Buchstaben hat eintätowieren lassen in die Schulter? Ich fand das schon, wie gesagt, ein bisschen verrückt, aber verrückt, auch niedlich. Weil mit den drei Buchstaben allein, ist sie D-O-M oder ist sie I-A-N? D-O-M. Sie ist D-O-M, ja. Dom. Naja, das ist ja auch irritierend, wenn sie allein durch die Welt geht, ne? Und warum? Dann werden die Leute fragen, warum läuft dieses nette Mädchen mit Dom auf der Schulter herum? Ja, so kann doch jeder ein bisschen rätseln, dadurch wird sie doch vielleicht auch interessanter. Vielleicht, ja. Genau, das kann natürlich sein. Außerdem, sie sagt auch schon, im Notfall kann man sich auch Dominik draus machen lassen. Klar. Aber ich denke mal, das ist ja... Ist egal, es ist Spaß und ihr macht da Spaß und die hat also wirklich schon Schulterschmerzen vor lauter Zeigen nach dem ersten Gespräch bei dir. Da wollte also jeder wissen, zeig doch mal, wie ihr habt das gesehen. Ja, logisch. Das wird ein schöner Sommer. Ne? Dann kommen die ganzen anonymen Domian-Fans zum Vorschein. Also du hast auf jeden Fall nichts dagegen. Nein, überhaupt und, nicht. Und siehst oder hörst du unsere Sendung manchmal auch? Jeden Abend. Jeden Abend. Ich bin diejenige, die schuld daran ist. Ach so, du hast die Mädels auf den Gedanken gebracht. Ich hab den Mädels gesagt, Mama, was machst du eigentlich immer nachts hier? Aha. Ja, ich sag, ich guck Domian, was ist das denn? Ja, und dann jeder erstmal gefragt und irgendwann setzten die sich freitags dazu und schauten sich die Sendung halt auch an. Weißt du, ich freue mich ja immer so sehr, dass wir Zuschauer aus allen Altersschichten haben. Ne, da ist wirklich, wir haben auch sehr viele ältere Leute, die sehr viel älter sind. Da ist Emma sicherlich kein Einzelfall. Nee, denke ich auch. Aber eben auch die ganz Jungen, ne? Die 13-, 14-, 15-Jährigen. Ja, also das sind jetzt Mädels so im Alter von 14 bis genau. 18 ja. Und junger Mann bis 23. Ja. Also das ist so mittlerweile eine richtige Domian-Fete hier Freitag. Und die versammeln sich immer Freitag, ne? Jeden da Freitag. Können die ausschlafen, Samstagmorgen. Ja, Samstagmorgens ist dann keine Arbeit angesetzt oder keine Schule, je nachdem. Ja. Und dann ist hier bis, ja, nachts um 4 Uhr wird dann noch über deine Sendung getalkt und was da so interessant war oder gelacht oder, also, naja. Also, Conny, jetzt muss ich dir sagen, jetzt würde ich mich natürlich besonders freuen, wenn du jetzt auch noch irgendwas machen würdest. Wenn du vielleicht dir den ganzen Namen irgendwo hin tätowieren lassen würdest. Das wäre, glaube ich, nicht so toll. Vielleicht an einer ganz heiklen Stelle. Ich habe was vor. Ich muss am Montag ins Krankenhaus. Ich habe eine Herzoperation vor mir. Oh ja, oh ja. Leider sehe ich dich dann die nächsten 6 Wochen nicht. Aber du kannst es vielleicht hören im Radio, wenn du dazu fit bist und Bock hast. Ja, ich denke mal, dahinterher werde ich das so machen, so mit Stöpseln im Ohr, werde genau. ich mich da wohl unter die Bettdecke verkriechen und Domian hören. Also, liebe Conny, dann drücke ich dir erstmal die Daumen, wirklich für deine Operation. Ich hoffe, dass das nicht so eine schwere Operation ist. No, es geht. Es geht ich so. Schon überleben. Ja. Das haben 1000 andere geschafft, schaffe ich auch. Ja. Also, alles Gute, toi, toi, toi. Und grüß die Mädels und den ganzen Club in Essen nochmal. Und Emma natürlich. Schönen Dank, Domian. Und das ist super, was du machst. Vielen und Dank. Denk doch bitte für uns mal an deine Fanpost, dass du uns Karten schickst. Adressen. Ja, ja, das machen wir. Das machen wir auf jeden Fall. Okay. Super. Bis alles dann. Gute. Tschüss, Conny. Tschüss. Das ist ja lustig. Das freut mich. Frank, 33. Hi, Frank. Hallo. Ja, guten Morgen. Ja, moin. Dein Thema. Ja, ich habe zwei Probleme. A, bin ich mit meinem Laden vor 3 Wochen pleite gegangen. Was für einen Laden hattest du denn? Ich hatte ein kleines Geschäft mit Foto und HiFi, und Fernseh und tralala. Mhm. Ja, und daraus ergibt sich jetzt also so eine gespannte Situation, dass meine Ehe jetzt mal kurz vorm Aussteht, weil ich vorgestern auch irgendwo ausgerastet bin und habe das erste Mal nach 6 Jahren meine Frau geschlagen. Und du bist ausgerastet aufgrund der starken Anspannung? Naja, sicherlich. Wir haben jetzt also schon seit geraumer Zeit, weil das stand die ganze Zeit schon auf der Kippe, eine gewisse Nervenanspannung. Mhm. Haben also auch schon öfters irgendwelchen Trouble miteinander gehabt. Mhm. Aber es ging hauptsächlich um die Situation des Ladens und das hat sich ausgewirkt auf eure Beziehung. Richtig. Die Probleme liegen eigentlich nicht in der Beziehung begründet. Ja, da sind vielfältige Probleme, muss man sagen. Ich komme also aus den alten Bundesländern, bin jetzt mittlerweile in 9 Bundesländern. Meine Frau stammt auch von hier, hat, da sie etwas älter ist, hat sie ältere Kinder mit in die Ehe gebracht. Das war früher schon mal ein Spannungsfeld gewesen. Da haben wir uns immer wieder zusammengerauft und es ging eigentlich alles in Gang. Und durch diese ganze angespannte Situation, weil ich halt auch wieder zurück möchte und sie möchte nicht so, spielte halt auch Alkohol immer wieder eine Rolle. Bei dir? Ja, auch bei meiner Frau vor allen Dingen.
große Problem war, sie hat also vorgestern so die Kiste zugehauen und hat mich dermaßen provoziert, dass du zugeschlagen dann, hast. Also irgendwann einmal ausgerastet bin. Sie hat mir dann, was weiß ich, jetzt das Telefon, mit dem ich jetzt noch telefoniere, nachgeworfen. Da hat sie die erste gekriegt und dann kam die Fernbedienung hinterher geflogen, dann gab es die zweite und das ist dann also vollkommen eskaliert. Ich habe es zwar nicht zusammengeschlagen, aber allein die Tatsache, dass ich sie geschlagen habe, ist schon schlimm genug. Eigentlich schon erschreckend. Wie, und was hast, wie hast du sie geschlagen? Was hast du genau gemacht? Ja, mit der flachen Hand. Also wie gesagt, ich habe sie jetzt nicht brutal verprügelt. Mhm. Ja. Mhm. Und so, das ist jetzt da an dem Abend passiert. Da war sie betrunken, sagst du? Du etwas auch? Oder etwas auch, aber ich war nicht betrunken, muss ich sagen. Mhm. Also die Stelle war es tatsächlich runtergesetzt. Mhm. Dann kam die Nacht. Wie war dann die Lage am nächsten Morgen, als ihr beide richtig nüchtern wart? Ja, wir reden jetzt seit 2 Tagen, also im Prinzip nichts miteinander. Sie schläft also auch oben im Schlafzimmer, ich schlafe unten auf der Couch. Hast du dich bei ihr nicht entschuldigt? Habe ich noch nicht gepackt, einfach. Also Frank, das ist das Mindeste, was glaube ich, was du machen musst. Was du wirklich machen musst. Mhm. Wenn die Situation noch so angespannt ist bei euch, man kann vielleicht vieles erklären, dass ein Wort das andere gab und dass alles eskaliert ist. Aber entschuldigen musst du dich zumindest. Denke ich auch, ja. Vielleicht brichst du dann das Eis und dass ihr euch dann nochmal aufrafft und versucht jetzt gemeinsam aus dieser sehr komplizierten Situation herauszukommen. Was hält dich denn davon ab, einfach zu sagen, es tut mir irre leid und ich schäme mich, dass das passiert ist? Tja, ich weiß nicht, weil sie mich so maßlos provoziert hat. Das ist das Problem dabei. Gut, das kannst du ja auch noch sagen. Das ist nur keine Entschuldigung, dass es passiert ist. Es ist vielleicht eine Erklärung, keine Entschuldigung. Aber das kannst du im Gespräch ja auch so rüberbringen. Aber entschuldige dich auf jeden Fall. Liegt dir denn was an der Frau? Möchtest du mit der Frau zusammenbleiben? Ja, das ist die große Frage, die ich mir mittlerweile auch stelle. Muss dazu sagen, also das geht jetzt also seit einem Dreivierteljahr hin und her. Wie lange seid ihr eigentlich zusammen? Wir sind seit 6 Jahren verheiratet. Dieses Jahr 6 Jahre, sagen wir es mal so. Frank, ganz egal, ob ihr zusammenbleibt und wie sich das weiterentwickelt, diese Entschuldigung ist einfach, das ist ein Muss. Ne? Das ist ein Muss, um überhaupt jetzt wieder miteinander ins Gespräch zu kommen. Um vielleicht auch abzuklären, ob ihr miteinander noch eine Zukunft habt. Das müsst ihr beide ja nun auch entscheiden und in irgendeiner Weise abklopfen, ob das noch funktioniert. Denn das kann nicht die Lösung sein, dass ihr euch die Birne voll knallt und es dann in solchen Streitereien eskaliert. Ja, das ist das große Problem, dass also, ich sage mal, im nüchternen Zustand kaum noch was zu reden ist. Mhm. Und im besoffenen Zustand gibt es dann 2 Möglichkeiten. Entweder eskaliert die ganze Geschichte oder sie endet im Bett. Also das ist keines der wahren Lösungsmöglichkeiten auf der ganzen Geschichte. Aber du hast mir das ja jetzt auch ganz klar und sachlich erzählt. Insofern bist du durchaus meiner Meinung nach in der Lage, auch mit deiner Frau, mit deiner Freundin ganz klar und sachlich zu reden. Und alles andere ist Feigheit, wenn du dich da vordrückst. Da hast du sicherlich recht. Aber momentan bin ich halt in der Situation, wo ich einfach auch keinen Antrieb mehr habe, dort großartig zu reden. Weil ich habe schon in den letzten Wochen so oft Ansätze gesucht, dort zu reden. Mhm. Ja. Und da bin ich also immer nur auf Blockade gestoßen. Mhm. Sie hat mich also immer schon sehr gereizt in der letzten Zeit. Aber Frank, ich mache folgenden Vorschlag. Also, ich möchte dir jetzt mitgeben, dass du dich auf jeden Fall bei der Frau entschuldigen musst. Egal, wie verfahren die Situation ist. Weil Schlagen ist keine Lösung. Nee, und nach unserem Gespräch jetzt telefonierst du nochmal mit meiner Psychologin. Und dann könnt ihr nochmal ein bisschen detaillierter eure Beziehungsproblematik ausleuchten, was wir so im Rahmen dieser Sendung jetzt hier nicht machen können. Wäre vielleicht nicht schlechter. Eine Entschuldigung und gleich nochmal eingehendes Gespräch mit Elke. Alles klar. Du legst auf, wir rufen dich nochmal an. Okay, gut. Danke. Alles Gute. Jo, tschüss. Jetzt ist der Ralf dran und Ralf ist 18. Hallo? Hi Ralf. Hi. Na? Jo, ganz gut. Na, ich fragte nur na und du sagst ganz gut. Ja, So muss die Kommunikation laufen. Ja, ich muss die Kommunikation. Okay, ich habe angerufen, weil ich habe vor 2 Wochen meinen Vater kennengelernt. Vor 2 Wochen erst? Ja, also ich bin mit 4 Jahren in eine Pflegefamilie gekommen, ne? Mhm. Weil meine Mutter hat einen Unfall gehabt, ist danach ins Koma gekommen und die war auch nicht so die gute Erziehung für mich. Mhm. Und mein Vater war ja durch dieses Erlebnis also Alkoholiker geworden. Mhm. Und ich kam dann in eine Pflegefamilie. Da warst du 4 Jahre alt? 4 Jahre. Ja. Erinnerst du dich daran noch, als du da reingekommen bist? Es ist so dunkel. Also wie ich in die Pflegefamilie gekommen bin schon. Also so ein paar Geschichten weiß ich da noch. Ich habe meine Erinnerungen, meine frühesten Erinnerungen gehen auch bis zum 4. Lebensjahr so. Dann kann ich mich erinnern. Deswegen frage ich dich jetzt auch, ob du dich daran erinnern kannst. Ja, also wie gesagt, so dunkel. Mhm. Ne? Ja.
Und also bei mir fangen die Erinnerungen erst so an, wie ich 6, 7 wurde. Mhm. Wie ich, dann ich kam dann mit 11 in Heim. Ja. Achso, du bist da nicht bei der Pflegefamilie geblieben? Nee, also es ist nicht so gut gelaufen. Achso. Die waren nicht so toll zu mir. Mhm. Und ja, vor 2 Monaten bin ich ausgezogen. Aus dem Heim? Ja, kam also in eine eigene Wohnung, habe jetzt eine eigene Wohnung so. Mhm. Und irgendwann klingelt dann so das Telefon bei mir und war mein Vater dran. Ach. Ja. Wie, hat sich gemeldet, hallo Ralf, ich bin dein Papa, oder wie? Ja, so ungefähr. Und hast du gesagt, ja, ich bin der Nikolaus, oder wie? Naja, ich hab, ich war jetzt mal ruhig, also es war für mich ein bisschen ungewohnt, weil, also nicht ganz ungewohnt, weil meine Mutter habe ich ja auch so kennengelernt, so ungefähr, ne? Wann hast du die kennengelernt? Da war ich 15, kurz vor meiner Konfirmation. Da hat die auch einfach angerufen? Nee, also da war es umgekehrt, da habe ich dann einen Brief an meine Mutter geschickt und danach haben wir uns dann telefonisch also unterhalten, ich habe sie dann mal besucht. Und aber der Kontakt ist dann auch nicht sehr eng geworden. Also der Kontakt zu meiner Mutter ist nicht so eng. Mhm. Hast du denn mit deiner Mutter über den Vater gesprochen? Ab und zu, aber meine Mutter hat immer resigniert. Wusste sie denn, wo er ist und was er macht? Nee, das hat sie nicht gewusst. Hat sie nicht gewusst. Also war sie jetzt auch ganz erstaunt darüber und überrascht, dass er sich gemeldet hat? Nee, meine Mutter weiß das nicht. Ach, die weiß das noch gar nicht? Ja, also meine Mutter, die ist, die wohnt in Maximiliansau und ich wohne in Pirmasens. Das ist ungefähr so 50, 60 Kilometer entfernt und ich habe also mein eigenes Leben und meine Mutter hat ihr eigenes Leben. Also wir haben eigentlich so eher so ein Bruder-Schwester oder Tante, sage ich mal jetzt. Okay, also du hast ihr das nicht oder noch nicht erzählt. Warum nicht? Ja, weil, also ich denke, das gibt arg Komplikationen, weil meine Mutter kann also meinen Vater absolut nicht ausstehen. Meinst du, dass sie vielleicht eifersüchtig wird dann? Und das kann sein. Wie hat dein Vater dich denn überhaupt jetzt gefunden? Ja, das ist auch eine komplizierte Sache, also durch die AOK. Durch die AOK. Die hat mal zu ihm einen Brief gesendet, ob die wollten wissen, ob ich jetzt noch bei meinem Vater versichert bin. Mhm. Und okay, die hat es irgendwie über die AOK rausgekriegt. Ist ja auch wurscht, er hat dich auf jeden Fall dann erwischt und du warst am Telefon, als er angerufen hat. Ja. Hast du dich da gefreut, nachdem du es richtig kapiert hast, dass das dein Vater war? Ja, natürlich. Ich meine, ich wollte, es war schon immer mein größter Traum, weil ich habe halt nicht gewusst, ob meine Eltern noch leben oder so. Mhm. Ich wollte immer meinen Vater haben und dann hat er jemand da angerufen. Das war für mich schon super. Hast du ihn schon getroffen jetzt nach dem Telefonat? Ja, also wir haben es dann gleich das Samstag drauf, ist er zu mir nach Pirmasens gekommen. Ja. Dann sind wir mit einer Esse gegangen. Und wie ist er so? Bitte? Wie ist er so? Ja, witziger Kerl, also genauso wie ich, so ein bisschen so immer so. Also, Spontanität. Also es war schon direkt Sympathie da. Ja, jo. Und ihr habt gut reden können miteinander? Ja, das Problem ist halt nur dadurch, dass er Alkoholiker war, darf er keinen Alkohol trinken und seine jetzige Frau war dabei, die hat dann immer gemotzt, wenn er Bier getrunken hat. Mhm. Und aber sonst eigentlich ist ganz, war also, ganz super. Ralf, was ist das für ein Gefühl, wenn man da plötzlich einem Mann gegenüber sitzt, man weiß, das ist der leibliche Vater. Im Prinzip ist es aber ein wildfremder Mensch, den man noch nie gesehen hat, so gesehen hat. Es ist ungefähr, ich weiß nicht, ob ich das erklären soll, aber es ist gut die Frage. Es ist so wie, weiß nicht, wie wenn man so irgendwie ganz komisch, ja. Du hockst da, also du sitzt hier, du weißt, ja, der Mensch hat dich auf die Welt gebracht eigentlich. Das ist dein leiblicher Vater, aber du hast noch nie richtig gesehen. Und du tust dann so sein Gesicht studieren, versuchst dann also krampfhaft irgendwelche Ähnlichkeiten festzustellen, was dir dann auch gelingt. Also ihr seht euch auch ähnlich ein bisschen. Ja, natürlich. Nimmst du ihm das eigentlich übel, dass er sich all die Jahre nicht um dich gekümmert hat? Nee, weil also er hat mir das erklärt und zwar hat er Arbeit gehabt in Dortmund, aber keinen gefunden, der für mich jetzt zuständig war, der also gesagt hat, okay, ich nehme den Ralf. Und dadurch hat er mich dann wieder zu der Mutter gegeben. Die hat dann diesen Unfall gegeben, also meine Eltern sind geschieden. Die hat dann diesen Unfall gehabt und dadurch, dass mein Vater das, der hat das erst gar nicht richtig mitgekriegt. Aber er hätte sich auch zum Beispiel mal früher bei dir melden können. Ja, das hat er ja immer gemacht bei meiner Pflegefamilie, aber die waren so spießig. Ach so, die wollten das nicht. Die haben gar nicht, die haben gleich resigniert und gesagt, ja, der Ralf, der dreht sofort durch und so. Das hat zwar nicht gestimmt, aber... Ralf, wie sieht denn jetzt die Zukunft aus? Wirst du weiter und regelmäßig mit ihm Kontakt haben oder haben wollen? Ja, also es wird jetzt so aussehen, dass ich werde ihn jetzt bald mal in Kopenheim besuchen. Und bis dorthin also lebe ich halt mein Leben weiter und er sein Leben.
aber wir werden uns halt schon immer besser kennenlernen. Du würdest das schon gerne. Du würdest gerne schon, dass der Kontakt ein bisschen intensiver wird und regelmäßig auf jeden Fall. Ja, aber ich denke, also er will das auch. Toll, tolle Sache. Wie hast du ihn überhaupt angesprochen? Hast du Papa oder zu ihm oder wie? Also zuerst habe ich gesagt, guten Tag. Ja, guten Tag, Herr so und so. Und dann habe ich mich, hi Vater, so ungefähr. Ja. Hi Vater. Vater. Und das geht jetzt auch leicht über die Lippen schon. Ja, also wie gesagt, dadurch, dass ich mir das immer gewünscht habe, ist es irgendwie so, ich sage mal, wie ein Wunsch, der in Erfüllung gegangen ist. Also du bist jetzt schon erheblich glücklicher, ne, als vorher. Da hat sich einiges jetzt in deinem Leben an Wünschen erfüllt. Ja, also wie gesagt, das ist komisch, weil ich habe mein ganzes Leben lang eigentlich gar keine richtige Familie gehabt. Und jetzt plötzlich stehe ich da und... Und die sind da. Ja, sind all da. Und du hast eine eigene Wohnung. Grandios. Ja, das ist auch klasse. Was machst du? Lernst du irgendwas? Ja, also ich bin in der Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann. Ja, ja, klasse. Große Kaufmann. Also es geht voran, ne? Rundrum bei dir. Schön, dass du gekommen bist und alles Gute für dich und deine Familie, die neue Familie. Alles klar, danke. Tschüss, Ralf. Okay, tschüss. 1.36 Uhr, jetzt ist höchste Eisenbahn für unsere kleine Pause heute. So, ihr Lieben, 1 Uhr 37, 37 Sekunden, eine Schnapszahl. Hier ist 1 Live Domian, das Talkradio aus Köln. Von Radio 1 Live und dem WDR Fernsehen. Und heute Nacht sind wir wieder ganz offen für alle eure Anliegen, eure Themen. Im Prinzip, wir können über alles reden, über das ihr Bock habt zu reden. Mit mir 0130 29 11, Telefonnummer, Faxnummer 0130 1151 22. Und hier nochmal der Hinweis, wenn ihr hier faxt, wenn ihr zu uns hierher faxt, dann vergesst bitte nicht, eure Telefonnummer drauf zu schreiben, damit wir euch dann gegebenenfalls zurückrufen können, um euch hier in die Sendung zu stellen. Es geht weiter mit Jasmin. Und Jasmin ist 22. Ja. Hi. Hi, Domian. Was liegt an? Ja, mein Problem, das heißt, du wirst jetzt bestimmt lachen. Ich lache überhaupt nicht. Ich bin todernst. Ich bin telefonsüchtig. Ja. Das ist anormal, das ist wirklich anormal. Da gibt es überhaupt nichts zu lachen. Ja, aber mittlerweile... Ich bin auch telefonsüchtig. Ja, aber bestimmt nicht so wie ich. Was würde ich nicht jede Nacht hier sitzen und mit euch telefonieren? Ja, das ist ja was anderes, Domian. Aber ich meine, ich war ja schon in der Talksendung und ja, die Leute, die haben echt gedacht, ich hab's nicht mal. Und, ist aber das wahr? Ja, wirklich. So sind die in den Talksendungen. Die ja, glauben, ich war in der Talksendung. Bei wem warst du denn? Ja, ich sah ganz gut aus. Nee, bei wem warst du denn? Ich war bei der Sonja. Bei Sonja? Ja, meine Sucht ist das Telefon. Jetzt erzähl uns von deiner Sucht. Wie stark ist die Sucht? Ja, schon krass. Also ich telefoniere einfach mit Leuten, die ich nicht kenne. Das ist total witzig. Das mache ich auch. Ja, aber du lernst sie dann nicht kennen. Aber du lernst sie kennen? Genau. Nein. Doch, wir sind voll oft auf der Datingline, wenn wir ein bisschen zu viel getrunken haben oder mal was geraucht haben oder so. Und dann rufen wir einfach auf der Datingline an. Wer ist denn wir? Also ich und ein paar Mädels noch und bei mir ist es halt so extrem, dass ich dann halt bis morgens um 6, 7 telefoniere und danach gleich zur Arbeit fahre oder so. Wie hältst du das denn aus? Ja, eigentlich gar nicht. Was arbeitest du? Was ich mache, arbeite im Forschungsinstitut und mache noch Promotion und auf Messen und so. Also du musst auch schon fit sein und hast viel mit Leuten zu tun, ne? Ja, natürlich. Du musst gut aussehen. Ja, auf alle Fälle, alles. Ich darf keine Augenringe haben und so. Jasmin, geh doch in den, werd doch Telefonsexerin. Dann, ja, das habe ich jetzt, mach ich ja. Oh je. Ja, das heißt... Nein, das meine ich natürlich nicht ernst. Nee, wir haben es aber schon gemacht. Warum eigentlich nicht?
Ja, ich finde es nicht schlimm. Nein, jetzt erzähl uns bitte die Dimensionen. Wie viele Stunden in der Woche? Ist das jetzt jede Nacht so krass? Ja, das ist nicht wie in der Woche, das ist der Tag ungefähr. Ich arbeite ja auch im Telefonmarketing, also jetzt Telefone. Mhm. Und da telefoniere ich ja schon rund um die Uhr. Und wenn ich dann zu Hause bin, fange ich ab. Fängst du sofort wieder dran? Ab 8, dann schon bis morgens, ja schon. Dann also wenn du, ich jetzt, ja? Dann hast du doch eine irre Telefonrechnung. Ja, wie hoch ist die? Ja, also die 2 Monate habe ich jetzt nicht gezahlt. Das ist jetzt ganz genau 1300 Mark und 86 Pfennige. Das ist die Rechnung von 2 Monaten? Ja. Ist schon reichlich, ne? Ja, das Telefon ist auch abgemeldet jetzt. Ah ja, wie kannst du jetzt telefonieren mit mir? Ja, mit dem Handy. Mit und da habe ich jetzt auch schon eine dicke Rechnung. 300 Mark innerhalb von 2 Wochen, 3 Wochen. Warum bist du denn so scharf auf dieses Telefonieren? Domian, ich bin nicht scharf. Es ist einfach eine Sucht. Glaub mir, ich kann kein Fernsehen schauen, ohne zu telefonieren. Währenddessen, bei mir klingt das Telefon nonstop, 24 Stunden lang, das ist wie so ein Service, weil es freut mich immer wieder, wenn Leute anrufen und fragen, wie es mir geht, ja, das ist einfach wirklich eine Sucht. Wie geht's dir denn eigentlich so generell? Ja, mir geht's eigentlich so ganz gut. Ganz gut, abgesehen von dieser Sucht, jetzt erzähl mir bitte ausführlicher, du hast es gerade am Anfang angedeutet, dass du dich mit den Leuten dann auch triffst, wie geht das denn? Ja, ich habe zum Beispiel jetzt meinen Freund, mit dem ich jetzt schon seit 7 Monaten zusammen bin, den habe ich auch irgendwie durch das Telefon kennengelernt. Du hast also auch nur einen Freund? Ja, aber also, ich meine, das muss er ja nicht wissen. Nein, aber wie kriegst du das zeitlich auf die Reihe? Du arbeitest den ganzen Tag, dann kommst du nach Hause, dann setzt du dich ans Telefon. Mhm, und telefonierst mit ihm stundenlang, weil er ja nicht hier wohnt, wo ich wohne. Ach so. Und deswegen ist ja auch so ein bisschen die dicke Rechnung. Mhm. Und es ist halt so, ich sag einfach, was weiß ich, ich gehe zum Freundin und wir unterhalten uns. Und sage ich dann einfach, ja, gib mir doch mal eine Nummer von irgendeinem so Mann oder Kerl, der ganz gut aussieht. Und dann gibt sie mir eine Nummer oder paar und dann rufe ich einfach an und sag, ja, ich wollte mich mit dir unterhalten irgendwie. Ja, und dann unterhältst du dich mit den Leuten 1, 2, 3 Stunden und dann am nächsten Tag wieder und am nächsten Tag wieder. Was ist denn schöner für dich, wenn du dich mit den Leuten am Telefon unterhältst oder wenn du dich mit denen in einem Café triffst? Du, ich sag dir ganz ehrlich, ich finde, dass man ich unterhalte mich eigentlich mit den Leuten am Telefon erst, weil ich im Endeffekt, das ist einfach so ein Reiz, weil du weißt nicht, wie die Person aussieht, ja. Du weißt jetzt auch nicht, wie ich aussehe, weil das ist einfach, jetzt für dich jetzt bestimmt nicht, ich meine, das ist Alltag für dich, aber für mich ist es dann einfach der Reiz, ich weiß nicht, wie die Person aussieht. Das ist für mich auch ein Reiz, ich stelle mir auch immer Leute vor. Meinst du, also ich stelle mir dich vor, dass du blond bist. Nee, bin ich nicht. Bist du nicht, schade. Nee. Ich stelle mir dich vor, dass du nur so 1,72 groß bist. Ganz genau. Ganz genau, siehst du? Dass du eine gute Figur hast. Ja, also ich meine, was heißt denn ja? Aber ja, aber... Okay. Und dass du bestimmt auffällst so in der Stadt. Ich würde dich schon fixieren, wenn ich dich irgendwo sehen würde. Kann das sein? Ja, es liegt vielleicht daran, dass ich pechschwarze Haare habe und blaue Augen. Hey, siehst du? Ich weiß es nicht. Siehst du, liegt vielleicht daran. Aber es geht mir jetzt nicht um das Aussehen, es geht mir jetzt einfach nur um die Stimme am Telefon. Ist klar, ist mir völlig klar. Also du bist völlig, völlig hilflos in dieser Sucht. Ich weiß nicht, wie ich die Rechnung zahlen soll. Ich habe mir schon echt überlegt, ob wir Telefonsex, weil da verdient man ja eigentlich so gut Geld. Wir haben uns auch schon erkundigt und so und haben das auch schon gemacht. Ich fand es eigentlich ganz witzig. Ich kann dir jetzt keine Berufsberatung hier geben in Sachen Telefonsex-Anbieterei. Das geht. Würdest du dir das denn überhaupt zutrauen? Mir, auf alle Fälle. Wirklich? Hast du denn solche Erfahrungen auch schon gemacht mit Leuten, die du kennengelernt hast über diese Lines? Telefonzellen? Ja. Ja? Mit zwei habe ich das schon und ich fand es eigentlich voll... Also mach das mal, Domian, das ist obergeil. Ich kenne das, eine alte Jacke für mich, Mensch. Nein, das ist halt so ein Reiz am Telefon, das ist ganz witzig. Mich brauchst du gar nicht überzeugen. machst du das mit deinem Freund auch? Ich habe es auch gemacht, ja. Ja. Wenn er mal nicht parat war. Was machen wir jetzt mit dir? Ja, also. Ich rufe dich mal irgendwann an, Domian. Nein, also die beste Therapie ist natürlich, das Telefon ist abgeschaltet. Nee, Und bald müsste das Handy dann auch, kann man Handys eigentlich abschalten? Ja, kann man auch, ne? Nee, aber das ist mir egal, dann ich brauche das Telefon, es geht nicht ohne. Es geht nicht anders. Es geht nicht anders, auf gar keinen Fall. Domian, ich werde dich jetzt auch jeden Abend anrufen. wie viel Monate geht denn dieses ganze Theater schon so? Ja, also seitdem ich das Telefon habe, das war Juni 95, glaube ich. Wie vorher hattest du kein Telefon? Doch, aber dann hat meine Mutter alles gezahlt. Ach so. Das war so um die 300 Mark. Jasmin. Willst du schon auflegen, Domian? Ja, ich denke, du langst mit uns beiden. Ach, danke schön, Domian. Also, es ist aber nicht so ganz ernst, dass ich ja eine psychologische Beratung empfehlen müsste. Im Ernst jetzt, wäre ganz gut. Im Ernst, möchtest du? Ja. Ja, okay, dann machen wir das auch so. Du kennst das Verfahren, ja. Du kennst meine Sendung. Heißt das denn, dass du oftmals während meiner Sendung auch mit anderen Leuten telefonierst?
Soll ich jetzt ehrlich sein? Ja, du musst absolut ehrlich sein. Okay. Du machst dich wahrscheinlich jetzt gleich unbeliebt bei mir. Ich ahne es, schon. Nein, pass auf. Ich kann ja nicht, wenn die Leute anrufen, dann sage ich, ich gucke jetzt gerade Domian, das ist schön. Dann und leg auf. Das ist schön. Okay. vielleicht wäre eine Therapiemöglichkeit, dass du diese Sendung auf Video aufzeichnest. Nee, ich schaue mir das immer abends. Ja, nein. Und dass du diese Videokassette immer und immer wieder wiederholst und währenddessen dann eben nie telefonierst. Und somit kannst du viele Stunden telefonfrei leben. Ja, lieber Domian, aber das Telefon klingt ja trotz allem bei mir 24 Stunden lang. Aushängen einfach. Nee, dann was ist, wenn so ein hübscher Mann anruft oder so? Nee, das mache ich nicht. Jasmin, jetzt wirst du mit einer hübschen Psychologin telefonieren gleich. Alles klar. Wir werden dich anrufen. Einen Psychologen habt ihr nicht. Einen Psychologen haben wir leider nicht heute, sonst ja. Alles Gute. Danke. Tschüss, Jasmin. Tschüss. Der Rüdiger ist dran und der Rüdiger ist 30. Hi. Hallo. Rüdiger. Kannst du mich hören? Wunderbar. Ja, ich hoffe, du mich auch. Ja, auf jeden Fall. Ich muss mal einen ganz wichtigen, positiven Beitrag reinbringen in die Sendung. Bitte. Und zwar bin ich frisch verliebt. Mensch. Eine mega geile Story. Ich habe am Karneval Samstag habe ich ein paar Freunde in der Kneipe gewesen, war relativ ruhig. Aha. Und da saß ein hübsches Mädchen da, nie gesehen vorher, obwohl ich eigentlich öfter in der Kneipe bin. Wo war das? In welcher Stadt? In Monheim. Monheim. Solltest du vielleicht kennen, ist gar nicht so weit weg von Köln. Kenne ich so vom Hören, ja. Aber ich war persönlich noch nie in Monheim. Ich weiß, ob du Langenfeld kennst. Ja, vom Hören so, ja. Genau, an der Ecke. Ne? Ja. Nette Kneipe, ist grenzenlos, kann man gut hingehen, kann man gut Kaffee trinken und so. Mhm. Und hab dieses Mädel gesehen, mit zwei Freunden da gewesen, ein bisschen geflaxt und so. Mhm. Und hat ein wunderschönes Gesicht gehabt, die Frau. Und ich dachte, Mensch, Maja, was ein Mädel. Und dann habe ich, ehrlich gesagt, ein bisschen verschämt auch rübergeschaut. Mhm. Und sie sieht das und sie schneidet eine gnadenlose Fratze mir gegenüber. Ich dachte, ach du meine Güte, jetzt sind wir voll ins Fettnäpfchen getreten. Ne? Aber ein guter Anmachtipp ist das. War extrem geil, hat sofort gezogen, weil das war der erste Kick für mich. Das war der erste Kick, dass das nicht eine ist, die arrogant wegguckt oder blöd oder sonst irgendwas, sondern... Die Humor hat. Die Humor hat auch, ne? Ja, irgendwie auch Humor, ne? Ja. Sie hat zwar hinterher gesagt, sie schiebt auf den Alkohol, aber ich fand's trotzdem gut. Ja, und dann, sie hat die Grimasse geschnitten, was dann? Ja, dann hat sie mich rübergewunken und ich dachte, war ein bisschen, ich fand es nicht so ganz passend, weil Karneval Samstag ist nicht unbedingt der Tag, wo du unbedingt jemand Neues kennenlernen möchtest. Da habe ich so ein bisschen Vorurteile halt. Ne? Mhm. Und habe kurz mit ihr gesprochen, habe gesehen, waren mit zwei Leuten da, einer Ulla, die auch irgendwie hier aus Monheim kommen sollte, und einem Wolfgang, zu dem ich dann weiß, dass der Porsche gefahren ist. Und das waren dann so ziemlich alles. Ich weiß, sie heißt Silke, oder zu dem Zeitpunkt wusste ich, sie heißt Silke mit Y. Und sie kommt aus Köln-Porz. Ach, es ist gar nicht weiter was passiert. Oh, stückweise. Suchst du sie noch, oder was? Nein, mittlerweile habe ich sie gefunden. Aber der Weg dahin. Jetzt hast du Silke und du hast Köln-Porz. Und jetzt musst du gucken, wie du rankommst. Ne? Ist ein bisschen schwierig, ja. Köln-Porz, ja, ist ein Stadtteil von Köln. Ist auch ziemlich groß, habe ich festgestellt. Ich kläre euch gerade bei den Münchnern oder so. Ja. Oder wenn es Köln-City gewesen wäre, dann wäre Porz eine eigene Vorwahl, das geht ja noch. Ne? Spann uns nicht auf die Folter, wir halten es nicht aus. Wie hast du sie gefunden? Ich habe sie gesucht über alle Medien. Ich habe sogar bei 1Live, ich habe einen Fax reingeschickt, aber nie eine Antwort bekommen von euch, komischerweise. Muss ein Versehen sein, sonst antworten wir immer. habe das über Telefon-CD gemacht. Ich habe mir, und alles, was ich wusste, ist, da ist eine Ulla, die wohnt hier irgendwo in der Stadt. Ja. Ich habe mir alle Ulrikes und alle Ursulas ausgedruckt und habe den ganzen Tag lang durchtelefoniert. Das ich weiß nicht, ich glaube, 100 Leute habe ich angerufen. Aber ich meine, sie heißt Silke. Ja, aber von Silke wusste ich nur Ports. Da gibt es nur 3 mit Y und die war halt nicht dabei. Und es hat sie dann, obwohl ich sie alle durch hatte, ich habe sie nicht gefunden, es hat sich dann zufällig ergeben, dass sie am nächsten Samstag, war ich mit Freunden vom Sport und so war ich da, und irgendeiner hat diese Story losgelassen, weil das halt so ziemlich das bestaussehendste Medien im Land gewesen ist. Und dann meint einer, Rüdiger, da kommt sie. Nein. Ich so, ja, leck mich mal. Also, warum die auf die Folter spannen, es ärgert mich schon, dass ich sie nicht gefunden habe, ne? Kam sie wirklich rein. Das ist ja wieder mit ihren beiden Freunden. Und da bin ich gleich an den Tisch natürlich rüber. Mhm. Und hast du dir alles erzählt? Und ich habe ja ohne Unschärfe den ganzen Kladderadatsch auf den Tisch geknallt. Da war sie hoch beeindruckt wahrscheinlich, ne? Oh, sie war sehr beeindruckt. Sie war auch sprachlos vor allen Dingen. Und jetzt? Seid ihr ein Paar? Seit Samstag, ja. Seit Samstag? Mhm. Ihr seid richtig glücklich. Wahnsinnig. Du und Silke. Mhm. Aus Köln-Porz. Aus Köln-Porz. Da kommen gute Frauen her, ne? Aus Köln-Porz. Das ist die erste, die ich kenne aus Köln-Porz. Ja, und jetzt schwebt ihr im siebten Himmel. Ja, hundertprozentig. Das Einzige, was ein bisschen schwierig ist, ist halt die Entfernung. Und es ist immer so, man plant dann immer so auf Donnerstag jetzt, ne, und so. Und die paar Kilometer werdet ihr wohl überwinden.
Das ja, sind ja höchstens 30, ne, Kilometer. Ach, ist von der Entfernung nicht die Welt, nur wir sind halt beide vom Beruf ein bisschen eingespannt und so. Ja. Aber es hat dann noch diesen extra Kick, weil wenn man frisch verliebt ist, man möchte es ja möglichst schnell, möglichst oft wiedersehen. Ja. Und wenn es jetzt immer wieder 2-3 Tage hinzieht. Ist gar nicht so schlecht. Das steigert, steigert die Spannung. Unheimlich. Und ihr werdet völlig verrückt aufeinander. Ich hoffe das. Ne? So ist das. Ein schöner Aspekt für die Sendung heute. Ich danke, dass du angerufen hast. Mhm. Wünsche, dass dein Glück lange hält und meine Empfehlung und Grüße an Silke. Werde ich ausrichten. Machst du, ne? Auf jeden Fall. Jo. Tschüss, Rüdiger. Bis dann. Tschüss. Ciao. Stefan, 21. Ja, schönen Namen, Domian. Stefan, hallo. Hi. Und zwar, ich habe ein Problem, also ich weiß nicht, ist nicht ein Problem, also ich bin Kleptomane, ich klaue sehr viel. Mhm. Und zwar, ich klaue alles, was ich in die Finger ziehe. Mhm. Ich bestelle auch meine Kumpels, ja, mhm, und alles, also halt, ich klaue alles, was ich in die Finger ziehe. Ich muss mal in die Regie fragen, ob die Leitung gut... Stefan, könntest du dein Radio oder deinen Fernseher bitte ausschalten? Alles klar. Ja, du klingst nämlich nicht gut. Du bist Kleptomane und beklaust alle Leute. Ja, genau. Also ich beklaue meine Kumpels auch. Was klaust du denn von denen? Von meinen Kumpels? Mhm. Also zum Beispiel jetzt, angenommen, ich habe einen Kumpel, der verkauft Drogen, also der verkauft Hasch und Gras und sowas. Den beklaue ich zum Beispiel, sein Gras. Mhm. Und dann verschenke ich das an Kumpels, die das rauchen, weil ich rauche selber nicht. Dann so im Laden, glaube ich, Schuhe. Und die verschenkst alles du dann ganz selbstlos also auch? Nee, jetzt vom Kumpel, das Gras zum Beispiel, habe ich ihn neulich geklaut, 20 Gramm. Das habe ich schon verstanden. Was machst du mit den Schuhen? Na, die trage ich. Die trägst du selbst? Ja, mhm. Ich bin auch sehr guter Taschendieb. Ich klaue sehr viel. Also wenn ich lebe in Berlin auf dem Kudamm, da klaue ich sehr viel Taschendiebe. Also ich verschenke auch Sachen. Ich klaue manchmal so am Tag so 4.000-5.000 Mark zusammen. Mhm. Wir sind so eine Dreiergruppe, drei Leute. Mhm. Und da verschenke ich auch manchmal Geld. Also wenn ich da einen Penner sehe auf dem Kudamm, ich habe ein paar tausend Mark auf Tasche, gebe ich dir auch mal 500 oder 600 Mark, kommt immer noch von. Also ein Dieb mit Herz. Genau, ein Dieb mit Herz. Ja. Was ich hier alles zu hören bekomme heute. Da ist der eine, der Frauen einfach anruft und sie anmacht. Und dann kommt jetzt jemand und erzählt mir, dass er auf dem Kudamm die Leute beklaut. Ist doch scheiße. Also ist nicht scheiße, ich beklaue ja keine armen Leute. Also ich würde mich bedanken, Stefan, ich würde mich bedanken, wenn ich in Berlin über den Kudamm gehe und von dir beklaut würde. Ich würde dich nicht beklauen. Na gut, du kennst mich vielleicht, aber das ist doch scheiße sowas. Ja, also finde ich nicht, ich finde es nicht scheiße. Ich aber, es ist einfach nicht in Ordnung. Echt, ja? Es ist nicht in Ordnung. Also, du weißt ja überhaupt nicht, wen du da schädigst. Also ich schädige niemanden eigentlich. Du schädigst jeden Menschen, den du beklaust. Ob das nun ein Reicher ist oder ein Armer, ist erstmal völlig wurscht. Du nimmst jemandem etwas weg. Und das ist erstmal per se nicht in Ordnung. Bist du schon mal erwischt worden? Ja klar, hat auch schon zweimal... Bitte? Mich haben sie schon zweimal erwischt. Mhm. Ich kann nur hoffen, dass sie dich bald wieder erwischen. Ach nee, nee, also ich habe jetzt Strafarbeit gemacht und so. Haben sie mich erwischt gehabt. Naja, also ich muss ehrlich sagen, die Strafen heutzutage, die sind nicht so doll. Wir sind ja zu dritt, ich habe ja gesagt, ich würde auch dafür plädieren, dass diese Strafen viel, viel, viel schärfer würden. Ich finde, dass unser Strafgesetz teilweise viel zu lasch ist. Also ich muss ja zum Beispiel gestern, ich war gestern auf dem Kudamm, ich habe 4.000 Mark gemacht, 4.500 Mark, und wir waren zu zweit, also ich und ein Freund, haben wir geteilt, 4.500 Mark. Und da habe ich gestern 300 Mark verschenkt. Das wollte ich auch nur zu sagen. Ja, das macht das aber, Stefan, das ist ein netter Nebeneffekt, sage ich mal. Aber das macht das Ganze doch nicht wett. Du klaust 4.000 Mark und verschenkst 300 Mark und meinst dadurch, dich reinwaschen zu können. Das ist doch, was? Ich habe drei Leute beklaut, nicht von einer Person, die 4.000 Mark. Das ist doch völlig, völlig scheißegal. Ja, machst du sonst irgendwas noch, außer klauen? Ja, also ausschlafen. Mhm, ausschlafen, klar. Mhm. Hast du eine Wohnung irgendwo? Ja, ich wohne in einer frei finanzierten Wohnung. Mhm. Also hier ist von so einem Typen, der vermietet mir die für 800 Mark im Monat, eine zweite Wohnung. Jetzt rufst du hier bei mir an und erzählst mir, dass du solche Sachen machst. Warum rufst du eigentlich überhaupt bei mir an? Erzählst das? Na so, um das zu erzählen halt. Mhm. Und kommst dir auch ein bisschen toll dabei vor, oder wie? Nö, ja, was heißt toll? Also sicher komme ich mir toll dabei vor, sonst würde ich ja nicht klauen. Wobei dir natürlich von vornherein auch klar ist, dass du dann auf wenig Gegenliebe bei mir stößt, ne, wenn du mir das erzählst. Ja sicher, darum rufe ich, also ich will ja keine Liebe von dir, ich will nicht sagen, dass du jetzt sagst, Marius, ignoriert oder was, Verstehst du? Ich verstehe also, das, ja. Ich muss dir ehrlich sagen, ich bin klau die Leute, weil die Leute blöde sind, einfach. Verstehst du, die Leute sind zu blöd, die lassen sich beklauen. Ja, toll. Also, ich hoffe sehr, dass die Bullen dich bald wieder packen und ich hoffe sehr, dass du lange hinter Gitter gerätst und kommst, weil ich das einfach super scheiße finde.
Ich brauche es jetzt nicht weiter zu begründen. Ich glaube, dass die Leute sehr gut verstehen, was ich meine. Okay? Also ich muss ehrlich sagen, ich finde das gut, wa? Okay. Alles klar, Domian. Okay. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ciao. Jetzt ist der Gerd dran. Gerd ist 21. Hallo, Jürgen. Gerd. Er ist der Gerd aus Heigerloch. Aha. Baden-Württemberg. Wir kennen uns schon. Wir kennen uns schon. Wir haben uns mal übers Wetter unterhalten. Kannst du dich noch erinnern? Oh ja, ich weiß, du bist der Wolkenfan, ne? Ja, genau. Du guckst immer gerne auf Wolken. Genau. Aber heute, ja, und wir sind das Schlafteam. Und wir sind das. Du hast heute nochmal hier angerufen. Warum? Ja, aber es ist schon ein paar Wochen her. Ja, und was ist los? Mein Thema ist Nachtarbeit. Ja. Also ich bin ja Zeitungszusteller. Ich kann mich genau erinnern, ja. Ja, und jetzt... Und du, warte mal, den Trierer Volksfreund, ne? Bitte? Den Trierer Volksfreund stellst du zu, stimmt das? Nee, dann habe ich... Schwarzwälder Bote. Das habe ich jetzt verwechselt mit jemand anderem. Ja, du wirst es mir verzeihen. 180 Zeitungen. Ja. Also jede Nacht, das ist 6 Mal in der Woche, aha, fahre ich die mit dem Fahrrad aus, also mit Walkman auf und so. Mhm. Ja, und da bin ich so 3 Stunden unterwegs, jede Nacht bei Wind und Wetter. Jede Nacht bei Wind und Wetter, mit dem Fahrrad? Mit dem Fahrrad, ausschließlich. Ob es nur schneit oder gefroren ist? Schneit, egal. Und das mache ich jetzt schon 1,5 Jahre lang. Aha. Bin seitdem erst 2 Mal krank gewesen. Das stählt natürlich auch, ne? Und härtet ab. Das härtet ab, ja. Richtig, ja. Wie kommt das, dass du das machst? Hast du eigentlich irgendwas anderes auch gelernt, oder? Nee, das lernt nicht. Ich mache schon seit meinem 9. Lebensjahr mache ich schon so Zustelldienste. Mhm, habe bei der Bank angefangen, also Kontoauszüge zugestellt bei den Kunden im Dorf. Und das also du bist der geborene Zusteller. Das hat sich immer mehr ausgeweitet bis jetzt. Ja. Und kannst demzufolge auch gut deinem Hobby nachgehen, nämlich die Wolken anzugucken. Das ist richtig, ja. Und das Wetter zu beobachten. Ja, genau. Dann ich mal eine Frage an dich. Arbeitest du eigentlich nachts lieber als tagsüber? Ja, ich mag die Nacht sehr, aber ich mag nicht so ganz tief in die Nacht hineingehen. Also ein bisschen weniger Nachtarbeit würde mir manchmal schon gefallen. Ist aber sicherlich auch wegen lohnabhängig, oder? Wie meinst du lohnabhängig? Ja, nachts verdient man ja generell besser als tagsüber. Nein, hier im WDR ist das ganz streng geregelt. Ja, es gibt da keinen Nachtzuschlag. Gibt keinen Nachtzuschlag. Das ist so, als würde ich hier tagsüber sitzen. Da bin ich ja sehr bevorzugt. Ich sag dir, wir sollten vielleicht tauschen miteinander. Ja, aber ich glaube, du hast doch einen besseren Stundenlohn als ich. Vielleicht, das glaube ich dann allerdings auch. Gerd, wie kommst du denn so mit diesem Rhythmus überhaupt klar? Du schläfst dann ja auch vormittags, ne? Oder? Ich schlafe vormittags von 6 Uhr morgens bis 2 Uhr mittags. Mhm. Also ist kein Problem. Sind auch 8 Stunden. Ja, und das macht dir nichts aus? Nee. Dann hoffe ich, dass das eine ganze Weile noch so bleibt. Ja, das denke ich auch. Und wir beide bleiben uns treu, ne? Wir sind ich melde mich auf jeden Fall wieder bei dir. Das ist schön. Lieber Gerd, alles Gute. Ja, darf ich nur kurz den weltberühmten Schwabe grüßen. Einen weltberühmten Schwaben? Ja, den Harald Schmidt. Den Harald Schmidt? Ja, möchtest du gerne grüßen? Den möchte ich gerne grüßen. Hier dürfen alle Leute Harald Schmidt immer grüßen. Das finde ich wirklich klasse. Also ich erfasse meinen Nachbar. Wirklich? Kommt er da genau aus der Gegend, der wo du auch? Aus Nürtingen ist er sein Geburtsort. Kennst du denn vielleicht seine Familie oder Verwandte von ihm? Nee, leider nicht. Wie spricht man denn über ihn bei euch da in Schwaben? Oh, eigentlich recht gut. Ja? Ja. Die Schwaben sind stolz auf ihn, ne? Ja, also man kommt sehr gut mit seiner Witze zurecht. Ja. Mit seinem Humor. Guckst du ihn denn auch oft? Ich gucke ihn auch oft, ja. Vor allem am Anfang jetzt, wenn ich so sehe, da so uninteressante Gäste bei ihm sind, wo ich so besonders kenne. Was magst du lieber, wenn er am Anfang seinen Stand-up-Comedy macht? Ja, genau. Das machst du lieber, als wenn er mit den Leuten redet hinterher? Ja, nachher, wenn so das Talk, das ist mal nicht weniger. Das ist nicht so dein Ding. Nee. Also ein großes Kind aus Schwaben, ne? Genau. Ein großer Star ist er geworden. Wann geht's jetzt los zu arbeiten bei dir? Jetzt gleich. Die Zeitungen, die werden direkt vor meine Haustür immer angeliefert. Aha. Muss ich beispielsweise immer nur vor die Haustür die Pakete aufschnüren und dann geht's los. Dann geht's los. Und die Pakete liegen jetzt schon da? Die Pakete liegen schon da. Eine Zeitung, die habe ich schon drin. Aha. Tisch. Also ja, dann wünsche ich dir gute Schaffenskraft heute Nacht. Ja, das wünsche ich dir und auch. Und wir werden uns hören und sehen. Ja, auf jeden Fall. Alles Gute. Ja, dir auch. Tschüss, Gerd. Danke, tschüss. Ciao. So, Freunde, das war's für heute. Die erste Talkradio-Nacht in dieser Woche. In der Technik war Leo Scholten.
Und ja, morgen, unser Thema morgen. Wir hatten ja vor einigen Wochen das Thema die geheimen Wünsche der Frauen. Ein sehr interessantes Thema und wir haben ja viele Geheimnisse hier erzählt bekommen. Das wäre interessant. Und da habe ich gesagt, wir müssen auch eine Sendung machen, die geheimen Wünsche der Männer. Und morgen heißt unsere Sendung die geheimen Wünsche der Männer. 1 Uhr, Radio 1 live und WDR Fernsehen. Und ihr könnt ab 0 Uhr anrufen. Ich bin gespannt auf morgen. Bis dann, schöne Nacht.